Hallo, liebe Clasher, ich bin's mal wieder, euer Thorsten mit einer neuen Folge aus dem Clash-Leben der True Warriors. Wie immer schalte ich zu spät in den Clankrieg rein. Ich wollte ja eigentlich mal ein paar Live-Angriffe zeigen. Leider habe ich jetzt schon einen verpasst, nämlich den von Ragnar. Den gucken wir uns aber trotzdem einmal an. Den vorletzten Clankrieg haben wir knapp, sehr, sehr knapp verloren. Man muss sagen, der Gegner war sehr, sehr gut, war ein kleines bisschen besser als wir. Wir haben gut dagegen gehalten. Es waren mal wieder viele Punkt-5er dabei, was uns ja das ganze Jahr so ein bisschen verfolgt hat. Und wir leider am Ende das Pech hatten, dass wir einige Bases doch nicht ordentlich 2 oder 3 Sternen konnten. Gerade im Bereich, was dann 9.5 angeht. Aber nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich, dass wir diesen Clankrieg hier zum Jahresende nochmal gewinnen. Wir haben also einen Tag vorher gestartet, um nicht in der Silvesternacht unsere ersten Angriffe machen zu können, beziehungsweise wo der CK dann startet, sondern dieser hier hört dann morgen Abend vor Silvester auf und alle können fröhlich und frei feiern gehen. Jetzt muss ich hier mal gerade gucken. Ah, das ist der Lakai, der Ragnar hier so ein bisschen den Arsch rettet mit 2 Sternen. Okay, das ist natürlich ein glückliches Händchen gewesen. Dass hier der, dass er immer noch so einen Lucky dabei hat, der am Ende unter Umständen was reißen kann. Hat aber auch Glück gehabt, dass der nicht noch eine Luftbombe ausgelöst hat. Aber vermutlich wurden die von allen Heilern ausgelöst. Und ich versuche hier ja Live-Angriffe reinzukriegen. Hier haben wir einen von unserer Steffi. Jawohl, endlich bin ich mal wieder live dabei. Hat auch ein bisschen gedauert, auch wenn der hier jetzt auch schon fast am Ende ist. Hat es nicht ganz für 2 Sterne gereicht, sehe ich gerade. Aber Steffi hat noch einen Boogie über. Aber ich denke mal, hier gibt es nichts Totes. Zeit ist auch rum. Schade. Okay. Alles nicht so tragisch. Ich kann den Gegner im Moment sehr, sehr schlecht einschätzen, weil hier doch einige dabei sind, die, ja, ich will nicht sagen, nicht gerascht sind, aber mit doch sehr schwachen Helden, gerade hier im RH9-Bereich, muss man sagen. Aber alle haben X-Bogen auf schwarz, das heißt also Minimum auf 3 und den Rest der Base so ein bisschen auf RH9-Niveau. Das spiegelt sich in diesem ganzen Clan wieder und auch hier unten, jetzt muss ich mal selber gucken, wo hören denn die 24, 25 hier. Auch der hier hat schon 2 Stück auf 2 und wenn wir einen nach vorne gehen, dann fangen schon die Schwarzen an. Ja? Ich meine, der Rest der Base ist auch nicht übel, ist eher 9 Niveau, bis auf den Flächenschaden hier, aber die Helden sind halt sehr, sehr low. Muss man dazu sagen, 5 und 5, das ist natürlich nichts. Und truppenmäßig sind die aber eigentlich ganz gut zugange. Es gibt auch welche, die haben wesentlich schlechtere Truppen, wo man sich fragt, wo haben die die vielen Sterne her. Aber ich denke, das wird sich zeigen, wie wir diesen Clan hier schlagen werden. Das behaupte ich einfach mal, dass wir wesentlich besser sind. Wir gucken uns einmal das Warlock an. Da haben die auch eine kleine Pechsträhne gehabt. Das heißt, es gibt etliche Rotphasen hier, wenn auch immer sehr, sehr knapp, muss man sagen. Hier unten auch einmal, wo sie ein Unentschieden hatten und nur anhand von Prozenten verloren haben. Die letzten 3 sind gut gelaufen. Bei uns sieht es etwas besser aus. Die letzten 6 CWs gewonnen, den letzten leider knapp verloren. Das war wirklich ein ganz, ganz knappes Ding, muss man sagen. Und im Moment, die Kollegen vom dänischen Clan haben hier oben sehr, sehr gut angegriffen, muss man sagen. Und haben hier dann doch bei unseren Zehnern, Lukas, Marcel, Klasnik, Steffi, doch mehr die 3 geholt. Da hätten wir hier etwas höher wesentlich mehr holen müssen, gerade auf die Basis, wo wir hier erstmal nur 1 Stern gemacht haben, beziehungsweise wir hätten hier unten noch Minimum bei dem hier und bei dem hier noch Sterne machen müssen.
Ist jetzt nicht so tragisch, hat uns auch nicht ganz so aufgeregt. War trotzdem ein sehr, sehr guter CK, wie wir fanden, und dementsprechend ist das von unserer Seite her eigentlich gut gelaufen. Ich guck mal, ob ich irgendwo was spenden kann. Ich habe ja immer so hier und da so ein paar Truppen fertig, aber im Moment sieht das natürlich eher mau aus. Ich könnte hier tatsächlich mal ein paar Hawks bauen. Ich sehe gerade, dass ich gar nichts gebaut habe. Ich muss mal ein paar Spendentruppen bauen, denke ich mal. Ein paar Bowler dabei. Vielleicht noch ein Goalie. Und dann schauen wir mal. Packer habe ich leider auch nicht am Start. Auch ein anderer Account von mir leider nicht. So, Valkyries haben wir. Und wir gucken mal, ich frage mal an, ob was live kommt. Kommt gleich was live? Frage. Dass wir noch einen Angriff mitnehmen können. Ich selber dümpel so ein bisschen vor mich hin. Meine Queen geht auf 34, ist in 3 Tagen fertig. Ich will auch im Moment, muss ich sagen, nichts gammen, auch wenn ich es könnte. Hatte ich vorher schon gesagt, dass ich in diesem Jahr kein CK mehr mitspiele. Sonst mache ich im Moment nur was ein bisschen kürzere Laufzeit hat hier, um die langen Laufzeiten so ein bisschen auszuleben, weil die Lager hier unten doch relativ schnell immer wieder voll sind. Und wir dann und ich dann dementsprechend keinen Bob frei habe, deswegen halte ich mir jetzt erstmal noch immer einen Bob frei. Irgendwann sind die Langläufer weg, das heißt also, Tesla ist in 5 Tagen fertig, der Inferno in 4 Tagen, und es läuft meine vorletzte Baracke auf Max-Level, dann also in 18 Tagen, 15 Stunden, habe ich es endlich geschafft, alle Lager fertig. Ist natürlich auch super, dann muss ich wirklich nicht mehr auf Truppen warten. Und hier fordert schon jemand einen Goalie. Leider habe ich jetzt erst einen angestoßen. So, Gift-CK haben wir. Und da machen wir das so einmal so. Das bauen wir auch eben einmal nach. So, dann haben wir wieder eine kleine Armee im Start. Jawohl. Ich habe hier einen noch etwas kleineren. Das ist, glaube ich, der muss die 26 machen. Den ersten von den Achtern. Das ist der Chief. Der Chief macht hier diese Base mit Hawks. Das sehe ich schon so. Das wird er mit Hawks machen. Ich überlege gerade, ob ich den nicht ganz mit Hawks mache. Weil ich kann das ganze Ding hier locken. Ich sehe hier keine Doppelbombe. Da sehe ich nur einen King, den können die am Ende erledigen. Und hier sehe ich schön die Bauhütten in der Ecke. Ich denke mal, das mal. Den wird er nur mit Hawks machen. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Da sind wir wieder zurück im CK bei den True Warriors. Ich habe da eine kurze Pause gemacht, weil es hier dann doch ein kleines bisschen stockt beim CK. Da natürlich nicht alle Angriffe hintereinander laufen können und wir dementsprechend jetzt nicht so super schnell angreifen hier. Es ist auch immerhin ein Tag vor Silvester, da machen die Leute sicherlich was anderes, als unbedingt Clash of Clans zu spielen. Aber wir haben ja gesagt, wir machen nochmal ein CK vorm Jahreswechsel und wollen, denke ich mal, live reingehen, dass ich wenigstens noch ein, zwei Live-Angriffe mit reinkriege in dieses Video. Und dann schauen wir mal, wie wir den CK hier weiter gestalten. Ich denke mal, dass wir den doch irgendwo ziemlich
stark und hoch gewinnen werden. Na, das weiß man noch nicht, aber ich denke mal, das wird schon was. So, jetzt gucken wir mal eben, ob wir etwas spenden können. Unser Gulli ist noch nicht fertig. Da haben wir einen Live-Angriff von Hocke. Ah, unser Chef persönlich, hat er ja auch eben angedroht und kommt hier also schön mit seiner Bowler-Kombination in die gegnerische Base rein. Gucken wir mal, ob die denn auch wirklich Richtung Rathaus laufen. Das sieht im Moment ganz gut aus. Das Gute ist natürlich, dass auch Defense hier in der Mitte ist, wo die Riesen sauber reinlaufen. Die suchen sich die nächstbesten Def-Ziele. Das waren nun mal jetzt die X-Bögen in der Mitte. So sind diese Bases dann leider. Das Rathaus hat er schon. Wunderbar. Truppen super vergiftet. Drache, denke ich mal, schafft die Queen. Jawohl, wir sehen selber von Hocke, die Helden gehen langsam, aber sicher. Von mir natürlich nicht unentdeckt geblieben. Hoch. Super. 31er Queen, 32er King. Das merkt man, denke ich mal, schon. Auch Hocke wird das merken, dass die schon jetzt richtig tief reinrocken in die Bases. Und er hier sauber zwei Sterne geholt hat. Kann man auch honorieren, machen wir sowieso immer. Alle kämpfen hier gut mit. Wir haben auch seit 2 Wochen überhaupt keine Abgänge hier im Clan. Das spricht, denke ich mal, auch für unseren Haufen, dass sich die Leute wohlfühlen, auch die, die jetzt erst 1, 2, 3 Wochen bei uns sind. Und das finde ich natürlich echt, echt gut. Und alle sind hier auch wirklich gut und engagiert dabei. Es wird immer wieder nach Taktiken gefragt, es wird immer ein bisschen was geübt. Und ich habe es heute mal ein bisschen mitverfolgt, viele haben ihre Bases nochmal umgestellt, haben nochmal versucht, so hier und da das letzte kleine i-Tüpfelchen aus ihren Kriegsbases rauszuholen. Und das muss ich sagen, wirklich gut. Da macht das auch Spaß hier. Und obwohl das gestern, unser Log bzw. unser Member-Status gar nicht so gut aussah, waren es ganz locker 30 Stück, die sich noch gefunden haben, die heute hier CK spielen wollen. Und ja, gute Sache, 2 Sterne hier oben, 6 auf 6, das ist total in Ordnung. Das lässt zumindest auf ein bisschen mehr hoffen hier. In der Regel machen unsere 10er entweder 10er oder 11er weiter oder liegen geblieben 9er. Und von daher ist das hier, denke ich mal, eine gute Sache, die wir hoffentlich für uns entscheiden. Gucken mal, der erste hier ist sicherlich etwas knackiger. Allerdings muss ich sagen, diese Base geht noch, finde ich. Auch natürlich Max Helden in der Mitte. Ab der zweiten Base merkt man dem Clan an, dass es doch ein Mauer-Muffel-Clan ist. Auch diese Sache wie die andere Sache zieht sich bis nach unten hindurch. Muss man ja auch nicht machen. Ich meine, Mauern werden gerne überbewertet. So, Live-Angriff. Magnethelm. Wir gucken mal. Er entscheidet sich für einen Gohok. Kommt hier unten, denke ich mal, eigentlich leicht in die Base rein. Selbst die Mauern hier, da brauchst du fast keine Mauer, weil ja, schaffen die Golems ja bald. Und kommt gut in die Base rein. Ich denke mal, innerhalb der Base, ja, da schon außen, Bomben ausgelöst, dürften keine Bomben zu erwarten sein. Allerdings, genau das ist so eine kritische Stelle hier, 3 Kanonen. Der King macht auf 5 natürlich nicht so den super Schaden, als wenn hier jetzt ein 15er oder ein 25er King steht. Aber das ist kein Ding. Jetzt sind natürlich nicht mehr so viele Hogs am Leben. Er heilt ja aber nochmal komplett durch. Aber hier sehe ich rechts laufen auch nochmal 2. Hier ist noch ein Magier am Start. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste, denke ich mal. Ich würde eher sagen, das wird leider. Ach, die Queen eiert da hinten rum. Ey, nein, nein, nein. Die habe ich ein bisschen aus den Augen verloren gerade. Das ist natürlich doof. Und so wie ich da unten die Konstellation der Truppen sehe, hat er 4 Heal mitgehabt und 2 Gift.
Ich muss persönlich sagen, als Rathausneuner habe ich immer gerne einen Sprung genommen. Schon alleine, wenn es beim Mauerbrecher fehlen gibt, dass wenigstens meine Golems und meine ersten Truppen irgendwie in die Base reinkommen. Denn wenn die das nicht schaffen, dann kloppen die Golems erstmal vor die Mauern hier. Die Magier rennen meistens dann außen rum, weil die sich natürlich die nächsten Ziele suchen. Die sind außen und dementsprechend geht einfach zu wenig in die Base rein. Schön ist natürlich, wenn ich weiß, dass ich auf jeden Fall meine Mauerbrecher nicht verkacke, dass ich irgendwie in diese Base reinkomme, aber ich denke mal, Hogs sind schon das Richtige. Ich vermute, dass hier oben noch irgendwo hier zwischen diesen beiden Lagern noch eine Doppelbombe liegt. Und so hat er hier mit leider ein bisschen Pech. Lassen wir die Zeit ruhig auslaufen. Und ich sehe gerade, der Hubert hat ja auch angegriffen. Das wird also leider nur ein Stern. Und jetzt muss ich gerade gucken. Jawohl, das ist der von Hubert hier. Den schauen wir uns eben noch an. Aha, na, hier sehen wir das. Alter, goldene Mauern. Die sehen zwar schick aus, aber die helfen natürlich mal gar nicht. Okay. Na, Hubert ganz krass schon mal ein bisschen außen was wegmachen. Kommt ab und zu mal mit dem Magier. Ja, jawohl, da ist der Ballon weg. Der Drachen wird jetzt gleich auffallen. Ganz easy peasy. Ja, ich denke mal, da wird er noch einen Magier für nehmen. Ach, nimmt er noch nicht mal mehr. Der wird dann gleich von irgendeinem Magier, denke ich mal, einen Schuss nur bekommen brauchen. Und dann ist er auch Geschichte. Zack, da war weg. Gut. Wunderbar, Hubert. Jawohl. Richtig schön durchgeschnetzelt. Hier auch mit den Bowlern im Gepäck. Und dann waren das hier locker 3 Sterne. Sauber, die Päcker werden wieder besser. Sieht man hier, wie weit die kommen. Die schnetzeln sich durch die Base durch. Doppelbombe überhaupt kein Thema. 2 Stück sehe ich da noch. Ah, krasser Angriff. Sauber. Super, Hubert. So, ich denke mal, mehr kann ich im Moment nicht aufschnappen. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch einen Cut und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Und tschüss. Da sind wir wieder zurück im CK bei den True Warriors. Hallo Clasher, ich bin's wieder live aus dem CK hier bei den True Warriors. Ich schneide ja heute ein paar kleinere Teile zusammen und der Gegner hat auch schon angegriffen. Auch da können wir uns gerne mal einen Angriff angucken von jemandem, dessen Truppen wir heute belächelt haben. Der Daniel hat tatsächlich, muss ich einfach mal erwähnen, den Gegner unterschätzt, hat den seine Truppen belächelt, hat nämlich alles auf Level 1, Golem, Walküre, Pekka etc. Aber hat bei ihm trotzdem 3 Sterne gemacht. Das gucken wir uns auch fix einmal an, wie er das gemacht hat. Ich habe den Angriff eben auch nicht gesehen. Er blitzt also 2 Lars weg. Jetzt sind nur noch 2 Lars bei der Queen. Kommt hier mit Drachen rein. Die sind noch nicht mal Level 4. Die sind alle Level 3. Und ja, ich meine, der hat seine Low-Helden dahinter. Beziehungsweise die hat er noch gar nicht rausgebracht jetzt. Kommt sogar gegen einen Feger. Relativ easy hier durch die Base durch. Das müsste man dann jetzt sagen, Daniel, da musst du dir mal Gedanken machen um dein Base-Design, so ein bisschen Anti-3, auch vielleicht gegen Lufttruppen. Da nützen dir dann leider die Kanonen nichts. Der X-Bogen, der hier auf Boden steht, der nützt natürlich schon mal noch weniger als gar nichts, nämlich gar nichts. Und der schießt jetzt zwar an den King, aber der King sorgt dafür mit der Queen, dass der eine letzte verbleibende Drache jetzt in der Base bleibt, das natürlich sehr gut ist. Und der letzte Drachen wird sicherlich noch sterben. Aber am Ende waren das hier locker 3 Sterne. Und die 3 Sterne hat Daniel auf sein Gegenüber leider nicht geschafft. Also, Base Design überdenken, Anti-3 auch gegen Lufttruppen. Und wir haben einen Live-Angriff von Abi. Abi ist ja schon ein bisschen länger bei uns. Hat auch eine komische Konstellation, was Helden und Truppen angeht. Hat 20er Queen mittlerweile. Ich sehe
Da wir den Anfang nicht gesehen haben, er greift hier mit Walküren an, die sich natürlich durch die Achtermauern hier wie Butter durchschnetzeln. Hey, der Wut war natürlich jetzt nicht so schick. War vertan, muss man sagen. Okay, da sind zwei Walküren rein, glücklicherweise. Ein paar laufen noch außen rum. Da hinten ist noch der besagte, von mir angesprochene Dreiecksbogen, wo die Bases ja nicht so gut sind, nicht so tolle Mauern haben, aber sie haben eine ganz nette Def. Aber hier deft auch noch der Golem tankt schön und ich denke mal, da können wir jetzt schon sagen, sauber. Sauber, Abi. So, das sollte natürlich ein sauber heißen. Dann machen wir das mal ersetzen. So, zack. Und dann waren das gute 3 Sterne hier von Avi. Jawohl. Wunderbar. Guter Angriff. Ich selber habe mir den Account von Barfuß geliehen und wollte jetzt auch noch live angreifen. Habe nochmal kurz umgebaut. Würde aber jetzt nochmal eben Truppen nachbauen. Ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber ich baue einfach schon mal ein bisschen was nach. Und umbauen kann ich immer noch. Schauen wir mal. Ich habe jetzt eine Armee zusammen. 28 Hocks, 7 Magier, 2 Riesen, 20 Bogenschützen und 5 Hocks in meiner Clanburg. Gucke gerade, ich habe gute Leitung, jawohl. Heute Abend leckt es nämlich wie Sau hier. Und endlich mal ein Dreier eingefahren. Ja, kein Thema. Dreier sind natürlich immer nett und uns freut das natürlich auch, wenn sich jemand so freut über seine Dreier. Darauf arbeiten wir ja auch immer hin. Ich sehe gerade, dass die Armee noch gar nicht voll ist. Da fehlt noch eine Truppe. Dann nehme ich mal noch einen Bogi, den ich kurz einmal nach davor hinziehe. Und dann denke ich mal, greifen wir unseren Gegenüber an. Unser Gegenüber ist die 26, so wie ich das gesehen habe. Ich finde diese Kombi Only Hawks zwar sehr riskant, aber habe jetzt in dieser Base hier hoffentlich keine Doppelbombe übersehen. Wir kommen auch den King nicht entgegen, sondern wir fallen den King in den Rücken. Ich habe eigentlich vor, die Clanburg, ich nehme mal einen Drachen und noch irgendwas anderes zu locken. Hier könnte natürlich eine Doppelbombe sein, hier bei dem hier, bei den beiden Gebäuden. Gucken wir mal, wie wir die abfangen. Und dementsprechend wollte ich hier locken. Hier hinten dann einen Barbaren setzen, Gift, meine paar Bodentruppen und dann hier mit den Hocks einfallen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe solche Angriffe auch noch nicht oft gemacht, aber hab sie schon oft gesehen. So ist meine Base auch öfter mal überrannt worden. Und ich würde sagen, wir machen den Angriff einmal live. Mal schauen, ob das diesmal etwas besser gelingt. Beim letzten Mal hatte ich ja ein bisschen Pech mit meinen Zaubern. Jetzt habe ich aber 2 Gift dabei, die brauche ich auch. Und wir gehen direkt rein. Locken einmal die Clanburg, hatten wir ja gesagt. Ja, das klassische Drachen und Lohn. Und hurra, wir haben sogar gleich noch ein paar Skellies erwischt. Was ja letztendlich auch nicht schlecht ist. Wir müssen die hier hinten aber leider in der Ecke haben. Sonst bekommen wir den Drachen nicht. So, jetzt müssen wir das einmal so ein bisschen so haben. Ich muss mir noch ein bisschen aufbewahren für so ein bisschen Cleanup. Und dann hauen wir hier noch mal ein Gift drauf. Für den letzten Lohn. So, dann machen wir das einmal so. Und hauen hier jetzt die ganzen Hocks raus. Das können wir ruhig so machen. So, hier haben wir noch nicht alle weg. Aber hier haben wir die schon mal durch. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wo die hinreiten. Und muss schauen, dass die im Heal bleiben. So, ich sehe sie im Moment gar nicht, was natürlich scheiße ist. Ich denke mal, das wird auch mal wieder ein Kacke-Angriff. Tolle Wurst.
So, jetzt muss ich hier eben mal meinen King so ein bisschen zur Hilfe holen. Und mal schauen, ob wir hier überhaupt noch Prozente holen. Das sind nicht mehr viele Hocks. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird scheiße. Naja, egal. Toll. Gute Scheiße gemacht hier. Naja. Vielleicht kriegen wir das Rathaus doch noch. Der King hat noch ein paar Heal Points. Naja, werden zwei. Aber egal. Das ist zu wenig. Macht nichts. Die anderen Achter sollen halt auch was zu tun haben. Und dann hätte ich vielleicht doch was nehmen müssen, den Golems, obwohl das war jetzt scheiße von mir gesetzt. Das muss man ein bisschen üben mit den Hocks hier am Tablet. Oder ich schicke sie halt ein bisschen anders in die Base rein. Hab einfach ein bisschen die Übersicht jetzt verloren. Ist nicht so tragisch. So habe ich wenigstens das Rathaus gerettet, beziehungsweise das Rathaus bekommen. Und wir die EP hier schon mal eingefahren. Wir lassen das noch gerade auslaufen hier. Mit den... da steht der Magier. Oh, der Bogie hier ist noch krass dabei. Aber der schafft das Lager auch nicht mehr. Schade. Zwei Sterne. Kann dann ein anderer Achter probieren. Ist auch mal ganz gut. Dann können die Achter Achter machen. Die Neuner machen Neuner. Und wir brauchen nicht so extrem hin und her rutschen. Das ist gut so gewesen. Ich baue einfach mal nach. Hier mal einen Live-Angriff. Oh, auf unseren Crazy, auf unserer letzte Base. Wir gucken mal, wer den macht. Der 27er macht den Crazy. Hier klassisch mit Drachen. Okay. Mhm. Ah, ich sehe gerade, Crazy hat auch noch keine 6er Lars. Das sind noch 5er Lars. Okay, da kann er natürlich eine mit dem Erdbeben nochmal ankratzen. Beziehungsweise braucht nur 2 Blitz für eine 5er und hat dann dementsprechend, oder 3 für eine 5er und hat noch ein Erdbeben dann offen. Aber mal schauen, ob die Clan-Truppen so ein bisschen aufhalten. Ja, er hatte Magier in der Clan-Burg, also mal nicht klassischen Drachen und einen Loon oder so. Aber ich denke mal, ah, da kommen die noch mal ein bisschen in Bedrängnis. Der Feger und der King stehen gut. Da sind schön die Drachen schön abgelenkt. Und halten sich da an dem King vor allen Dingen auf. Aber ich denke mal, jetzt sind alle Lars leider weg. Und die anderen können noch was reißen. Die haben jetzt noch ein bisschen was zu tun an dem an der Clanburg. Und jetzt fliegen schon so ein paar außen rum. Ja, das muss nicht unbedingt ein Dreisterner sein, wenn der Feger noch länger lebt und immer wieder den Drachen da hinten wegpustet. Und der kriegt immer nur leichten Krümelbeschuss, das reicht. Aber im Nacken sitzen denen natürlich auch nochmal 3 Drachen. Und ich denke mal, das wird doch ein Dreistern auf Crazy. Ja, jetzt ist der Turm auch weg. Jetzt ist der Feger auch egal. Okay, 3 Sterne auf Crazy. Alles nicht so tragisch. Wir werden den CK hoffentlich doch gewinnen. Auch mit meinen leider nur 2 Sternen. Aber dann hat ein anderer Achter nochmal eine Chance, einen Achter zu machen. Was auch nicht schlecht ist. Ich denke, ich werde mit Barfuß dementsprechend dann etwas höher gehen müssen. Und oder er macht seine Angriffe mal alleine. Kann er auch mal machen. Dann würde ich sagen, was und tschüss.